Ja, herzlich willkommen wieder bei Grobi TV, unserem Heimkinokanal. Neben mir steht der Holger Franz. Und der Hallo. Holger ist gerade mal eben von dem tiefen Süden hochgebrettert, weil wir die Chance haben, hier endlich in ein Kino hineinzukommen, an dem wir alle beteiligt gewesen sind. Genau. So kann man das sagen. Ja, vor 18 Monaten. Vor 18 Monaten. Wir Lange reden jetzt Geburt. lange Geburt. Ja, okay. Also die lange Geburt war, dass wir den Raum mal, weil der ist dauernd besetzt. Da kommen wir kaum noch rein. Nein, also wir sind jetzt hier gar nicht mal so weit weg von unseren Studios und sind hier bei einem Kunden, der uns freundlicherweise jetzt um diese Uhrzeit, es ist nämlich schon 9 Uhr abends, die Möglichkeit gegeben hat, hier mal reinzuschauen und zwar ein Kino vorzustellen, wie es auch mal wieder einige sehr schöne Besonderheiten hat. Genau. Kann man so sagen, Ja, oder? genau. Genau, und dieses Kino würden wir gerne zeigen. Dann gehen wir rein, Sollen wir rein? oder? Wir gehen rein. Komm, Zeit rennt, der will heute noch einen Film gucken. Also, was sehen wir alles Schönes hier? Das ist mal wieder sehr schnuckelig. Ich habe dieses Kino in der vollendeten Version auch noch nicht gesehen. Ich habe es gesehen, als es ein leerer Kellerraum war. Und das war gut 3 Jahre, weil das ist ein Genau. neues Haus, ne, Ja. gebaut. 3 Jahre stand der Raum leer, bis der Kunde sich endlich durchringen konnte, seinen Traum zu verwirklichen. Ja, es war ein leerer Kellerraum, der eine Grundfläche hat von circa, was haben wir? 3,5 Meter mal 7 Meter. Das ist etwas ungewöhnlich, ne? Weil das Ja. schon sehr lang ist, ne? Ja, und das Verhältnis 1 zu 2 ist auch akustisch nicht ganz so gut. Man sollte Vielfache vermeiden eigentlich. Was Aber sollte der man? Raum Vielfache, also 2 und 4 Meter oder 3 und 6 oder hier 3,50 und 7. Genau zuhören, hier lernt man wieder was. Genau. Das heißt, zur Not die Baupläne wieder etwas ändern. Am besten etwas größer machen statt kleiner. Genau. Dann passt es auf jeden Fall. Okay, und das heißt, du hast natürlich das Thema Akustik dann hier schon sehr früh mitplanen können. Genau. Hat es also, weil dieser Raum war wirklich ein leerer Raum, es ist ein Kellerraum hier und dieser Raum war nur nackte Betonwände, haben uns hier angeschaut. Ne? Ja. Betonboden, Betonwände, Fenster war da vorne Ja. und das war es dann auch. Und dann haben wir geguckt, wie kriegen wir hier ein Kino rein. Nach Kundenwunsch, Genau, genau. nach Kundenwunsch mit einigen sehr schönen Sachen, die hier rein sollten. Das waren zum einen mal 2 Sitzreihen waren geplant. Das ist dann schon ein bisschen spannender, weil man muss dann schon schauen, wie man das von der Breite alles unterbekommt. Dann sollte das Maximale an Bildgröße sein und im Hintergrund leuchtet hier ein kräftiges Bild. Das ist dann insgesamt wie breit? 2,60 Meter zu 2,60 Meter Sitzabstand auch, also klassischerweise wieder 1 zu 1. Wohin der Trend definitiv geht, das kann man ja nun auch behaupten, wenn man bei uns im Kino ist. Wir haben ungefähr 3 Meter Abstand bei uns im Grobi-Kino, im gemeinsam gebauten, ne, und entwickelten. Da haben wir 3,30 Meter mittlerweile Bildbreite und 3 Meter Abstand. Und es macht Spaß. Und das ist auch hier der Fall. Und es ist 16 zu 9. Genau. Aber die meisten Filme sind 21 zu 9, von daher passt es. Und deshalb ist auch hier eine maskierte Leinwand eingebaut worden. Eine Zodiac, eine motorisch maskierbare 16 zu 9 Leinwand, gucken wir uns gleich genauer an. 3 Meter Abstand haben wir gesagt. Ja, und dann kommt aber hinter der Leinwand noch einiges zum Vorschein, ne? Genau, also hinter der Leinwand haben wir eine gewisse Tiefe, wo Akustikmodule wieder verbaut sind. Und das Besondere hier, wir kommen ja gleich zur Technik, dass der Center auch der Standlautsprecher der gleichen Serie der Fronz ist. Und die Serie ist welche? DALI Rubicon 6. Yes, eine Rubicon-Anlage ist hier. Und zwar Rubicon 6. Wie gesagt, er hat den Center in dem gleichen Format wie eben Rechts-Links-Lautsprecher. Ich weiß, da gibt es schon mal Kommentare wie, um Gottes Willen, sollte man das denn überhaupt machen oder so? Ja, klar, wenn man Ja, möchte, klar. auf jeden Fall kein Am Problem, besten oder? wären alles identische Lautsprecher. Das wäre am besten. Also auch hinten. Genau. Da gehen wir gleich so. Die haben wir also dahinter. Das heißt, es ist also die akustisch transparente Rahmenwand. Gain ist dann so knapp 1, ne? Also eine absolut matt-weiße Variante. Alles komplett schwarz hier gehalten. Und ja, bei den Subwoofern, du hast es schon erwähnt, dahinter ist noch mehr als nur ein Center-Lautsprecher Genau, jetzt. da sind zwei Subwoofer, SVS 2000er, SB 2000. Und die sind halt unten entsprechend berechnet, wo die genau hinkommen, ein Viertel Raumbreite, so dass wir halt den Raum vorne auch mit nur zwei Subwoofern trotzdem maximal anregen können. Warum hast du zwei genommen, statt einen großen? Ganz einfach, damit wir einfach die Bassenergie in dem Raum besser verteilen können und auch entsprechend die Raummoden ein bisschen besser in den Griff bekommen als nur mit einem großen. Jetzt ist es so, dass wir auch wirklich hier den super optimalen Sitzplatz haben. Das ist ein Dreier-Sofa hier. Familie besteht aus 4 Personen. Und Cheffe sitzt dann wirklich genau in der Mitte und darauf ist Genau. auch der ganze Raum ausgerichtet. Genau. Ein Referenzplatz. Die anderen Sitzplätze sind okay vom Sound, aber perfekt ist er wirklich nur vorne in der Mitte. Weil hier wird auch gerne viel Musik gehört, ne? Ja. Und da der Kunde sehr musikalisch ist und bei seinem Blu-ray auch immer abgeht, hat er wirklich gesagt, der Referenzplatz muss perfekt sein.
Und er sitzt da aber gar nicht. Ich war schon hier, als wir eine Musik-Blu-ray gesehen haben. Der stellt sich hier hin, spielt Luftgitarre mit, haut auf virtuellen Schlagzeugen rum. Also völlig abgefahren. Und er hat eine Tür eingebaut, die auch noch mal einiges an Dämmung mit sich bringt. Ja, ne? Das ist eine Schallschutztür, ne? Genau, mit 47 dB Dämmung laut Herstellerangabe. Das heißt also für alle die, die sagen, um Gottes Willen, wenn ich mal hier richtig die unten die Sau rauslassen will, sollen die da oben nicht alle wach werden von dem Rest der Familie, dann wäre empfehlenswert, eine solche Tür mal einzuplanen. Plus es gibt noch eine weitere Tür, die dann das Treppenhaus an sich noch mal unten abschirmt. Also oben ist Treppenhaus offen, man geht runter, da ist eine Tür und dann die eigentliche Tür hier zum Kino. Genau. Und dann hört man da oben, wenn überhaupt, nur ein leichtes Brummen oder Bummeln. Oder laut Kunden gesagt, hört ne? man nichts. So gut wie gar nichts. Also wirklich absolut vernachlässigbar. Da muss oben schon Totenstille sein, wenn man vielleicht noch ansatzweise irgendwas merken möchte. Aber es ist wirklich vernachlässigbar. Das ist auch eine sehr schöne Sache. Ja, du hast gesagt, die Leinwand, die ist jetzt davor gesetzt worden. Das heißt, es gab einen entsprechenden Aufbau, eine Holzkonstruktion. Genau, genau. Und dann hast du wie viel an Tiefe verloren eigentlich? 50, 60 ungefähr? Nee, ein bisschen mehr, weil die SVS ja doch ein bisschen größer sind und wir auch von der Wand ein bisschen weg sein wollten. Also wir haben jetzt ungefähr 80 bis 90 Zentimeter verloren mit Stoffrahmen, mit Leinwand, mit allem drum und dran. Decke ist ja auch nicht 2,50 Standard so wie beim ersten Stock oder beim Erdgeschoss, sondern wir haben ein bisschen weniger an Deckenhöhe. Nee, wir haben schon 2,50, aber wir haben natürlich auch die Decke im vorderen Bereich wieder behandelt, um Reflexionen wegzunehmen. Und haben jetzt hier noch grob 2,40, also 10 cm Deckenaufbau ist unter dem Stoffrahmen noch. Du erwähnst Stoffrahmen, das heißt, das ist jetzt nicht wie bei uns im Kino, jetzt hier direkt sichtbar, die entsprechenden Absorber, was wir da haben, richtig? Genau. Die sind das da, sondern jetzt haben wir hier nochmal Stoff drüber. Das hat welchen Grund gehabt? Gab es da einen besonderen Wunsch? Optische Gründe, weil optische es dem Kunden besser gefiel und wenn der Kunde sagt, ich hätte es gerne mit Stoff verkleidet, dann bekommt er das so. Wenn er sagt, diese technische Decke wie bei euch im Vorführkino, dass man die Platten sieht, mit ein bisschen Abstand gefällt ihm besser, dann bauen wir es so. Wie der Kunde es halt haben möchte. Kundenwünsche sind unser Himmelreich. Ja, unser Himmelreich, wie auch immer, genau. Danke dir. Okay, ja, das heißt, die Leinwand fängt ja, wenn ich ja so hier sitze, das ist auch immer so eine Frage, was ist denn so mit der Sitzhöhe und Kopfhöhe und dann Leinwand? Also wenn ich hier sitze, habe ich meine Augen schon ziemlich mittig hier drin. Ne? Genau. Hab eine freie Bahn hier. Die Sessel, die wir hier haben, sind ja in der Lage, sogar nach vorne ausgeklappt zu werden, sodass ich da wirklich ganz hoppla, ganz gemütlich dann sitzen kann. Und man merkt auch ein bisschen, weil das ist auch ein großer Vorteil, dass wir es ja getrennt bei unserem Movia-Sitzen hier haben. Die Rückenlehne lässt sich ja getrennt von der eigentlich Fußablage steuern und auch bedienen und bewegen. Und wenn ich die natürlich etwas nach hinten lege, was doch relativ schnell gemacht wird, dann merkt man natürlich schon, dass auch die Akustik von hinten noch ein bisschen offener ist, ne? Dass man noch ein bisschen mehr bekommt. Das ist immer so ein bisschen ein gewisser Kompromiss, den man eingehen muss, wenn man eben mit zwei Reihen hier auch arbeitet und die Lautsprecher somit auch mehr dahinter dann sich befinden. Was natürlich sehr praktisch ist. Der zweite Vorteil ist auch, die Bildmitte ist ja ein bisschen höher, als man normalerweise sitzt. Aber wenn man die Rückenlehne nach hinten macht, dann rutscht der Kopf auch ein bisschen mit nach hinten. Das heißt, man guckt ein bisschen höher. Und aufgrund der zweiten Sitzreihe mussten wir die Leinwand auch ein bisschen höher machen, dass man über die Köpfe und die Rückenlehne der ersten Sitzreihe hinweg gucken kann. Genau. So, das heißt, wir haben an der Seite, wir gehen einmal hier einmal außen rum, dann haben dann hier an der Seite haben wir dann auch nochmal einen Durchgang. Also wir können von beiden Seiten gehen und das hat dann zur Folge gehabt, dass hier in dem Fall die Lehne doch etwas verkleinert wurde. Auch das ist nochmal sehr individuell möglich. Wir können bei dem Movia-Sitzen wirklich die Lehnen auch vom Standard her aus abweichend verkleinern. Das war gewünscht, weil es dann doch im Extremfall hier ein bisschen sehr eng geworden wäre. Und somit haben wir hier relativ schmale Lehnen, aber immer noch perfekt und ausreichend, um meine Arme da vernünftig abzulegen. Ne? Genau. Also da wurde im Detail noch mal ein bisschen dran gearbeitet. Trotzdem wollten wir hier drei einzelne Sitze haben. In der zweiten Reihe, wir können ja mal ein Stück zurückgehen, sieht man jetzt hier, dass es jetzt hier ohne eine entsprechende Armlehne das Ganze gestaltet worden ist. Wir haben hier an der Seite die Stufen und kommen auch ganz ein Stück hoch. Ne? Was habe ich denn hier, so einen Höhenunterschied? 40 cm. Ja, 40. Das dürfte ausreichen und wie er schon sagt, es reicht aus. Damit kann ich mich gemütlich hinsetzen und sehe also noch ohne Probleme bei 16:9 die untere Bildkante und da wird also auch nichts durch den Kopf des Vordermanns in irgendeiner Weise verdeckt. Licht hast du noch hier untergebracht, ne? Genau, also es sind oben drei Deckenstrahler, weil der Kunde sagte, er möchte hier auch mal vielleicht lesen beim Musik hören oder sowas. Dann haben wir links und rechts LED-Stripes. Im Podest sind in den Stufen auch LED-Stripes verbaut, sodass man hier eine Beleuchtung hat, dass man nicht jetzt das Podest runterfällt. Und eine Beleuchtung gibt es auch noch hinter der Leinwand, weil der Kunde das toll fand, dass die Leinwand auch außenrum ein bisschen mit beleuchtet ist. Wunderbar. Und wir haben natürlich genügend Beinfreiheit, um nachher wiederum die, jetzt muss ich mal eben gucken, jawohl, da kommt die Fußablage raus, also um ohne Probleme auch die Füße noch vorne auszustrecken. Das muss man natürlich schon noch ein bisschen berücksichtigen bei der ganzen Planung. Aber wie wir gesagt haben am Anfang, wir haben ja die Tiefe haben wir ja gehabt, das war ja überhaupt kein Problem. Genau, Tiefe war da, nur Breite war muss man ein bisschen tricksen. Ja. Wenn du jetzt dir die Wände an den Seiten anschaust, was war es da noch zu berücksichtigen?
Die sind im Prinzip genauso klassisch gebaut wie die anderen Kinos auch immer. Das heißt, es sind Akustikmodule hinter den Stoffrahmen versteckt, entsprechend berechnet, dass der Nachhall passt, dass der Raum nicht zu trocken wird oder zu tot klingt. Wir haben hier 7 Lautsprecher insgesamt verbaut, also klassisch 7.2. Die Surrounds sind dann im 90-Grad-Winkel zur ersten Referenzreihe und die Back-Surrounds sind dann hinten in der Rückwand verbaut. Genau, es ist mal ein Kino, wo kein 3D-Soundsystem installiert worden ist, was aber eigentlich jederzeit noch gemacht werden kann, weil unser Kunde sagte uns, nachdem er mal bei uns im Kino so längere Zeit sich aufgehalten hat und hat jetzt nicht nur diese ganzen Effektbeispiele von Atmos, Auro und DTS geguckt, sondern mal wirklich normale Filme geguckt, dass er doch schon merkte, ja, das ist doch ein erkennbarer Unterschied. Also man könnte es unterm Strich jederzeit nachrüsten, weil die Deckenhöhe haben wir ja hier und selbst wenn 20 cm weniger ist, ich bin sicher, man wird immer einen Unterschied da entsprechend hören. Ja. Ja, das wird gehen. Du hast es ja mittlerweile, ne? Ich habe bei mir auch, genau, mit den DALI LCR. Mit den LCRs sogar? Mhm. Ich muss mal vorbeikommen, ich merke das schon. Ey. Das habe ich gar nicht mitbekommen. LCRs ja, hat Rechnung ist auch schon bezahlt. Das ist noch viel schöner. Nee. Die LCRs sind also eigentlich die Center-Lautsprecher, die jetzt die flachen Wandlautsprecher. Moment, die LCR, Moment, schon genau. Opticon LCR. Ja, stimmt, hast ja recht, das sind die Opticon, das sind die, die wir bei uns auch im Kino haben, natürlich. Genau. Ich blende es mal eben ein, das eine waren die Fassung satt, an die habe ich jetzt gerade gedacht, aber klar, die LCRs hat natürlich nochmal deutlich mehr Bums und Volumen und du hast auch ein großes Kino, ne? Genau, 32 Quadratmeter, ja 34 Quadratmeter und bei mir sind die, weil ich eine niedrige Deckenhöhe habe, sind die LCR gedreht, also liegen quasi quer, dann wird der Hochtöner gedreht, sodass der Hochtöner wieder gerade abstrahlen kann. Und das funktioniert ganz gut. Das passt. So, jetzt werden sich alle fragen, wo haben die denn nochmal die Technik installiert und was ist da überhaupt für eine Technik noch drin, was die Zuspielung angeht. Also die ganze Zeit läuft im Hintergrund auf der großen Leinwand ein Sony VPL VW300 an 4K nativer Projektor. Mhm. Und der macht schon Spaß bei 260 auf 260. Ich sehe keine Pixel, ich sehe gar nichts. Ich sehe ein schönes, klares, natürliches, tolles Bild. Sehr lichtstark, genau, viele Details, farbneutral, macht wirklich Spaß. Ja, läuft im Eco-Modus hier. Das reicht vollkommen aus in diesem super dunklen Raum, dadurch auch weiterhin super leise. Mhm. Oh, der hängt jetzt hier genau über uns. Da oben ist er. Gehen wir mal hoch. Und der ist dann auch direkt an der Decke befestigt worden mit unserer kleinen, aber feinen Designhalterung. Dadurch natürlich perfekt auszurichten vom Ganzen her. Mhm. Und ja, und dann ist die ganze Technik selbst hinter der Leinwand, nicht hinter der Leinwand, hinten auf der Rückseite vom Kino untergebracht worden. Ja, genau. So hat man vorne keine Strahlen, keine störenden Lampen, keine Strahler, sondern man hat die Technik einfach hinten und kann dort jederzeit halt seine Technik bedienen, ohne dass sie stört, im Raum steht oder man vorne an der Leinwand blinken, Strahler, sonst irgendwas hat. Okay, da ich hier so gemütlich sitze, erklären wir mal kurz, was wir an Technik haben. Wir haben eine Marantz 7702A als Vorstufe. Dann haben wir die 8077 als Endstufe, 7-Kanal, ein Oppo 103D als Zuspieler und dann noch das klassische SAT-Receiver. Und ich glaube, eine Konsole hat er mittlerweile auch. Nee, hat er nicht. Also keine Konsole. Aber 3D hat er. Ich habe die Brillen schon alle gesehen. Hier wird auch 3D mit der ganzen Familie geguckt. Das ist also auch gemacht. Also schon ordentlich Wumms auch und die brauchen wir auch, damit die Lautsprecher natürlich schon echt hier aufspielen. Und mit der separaten Endstufe ist das ein tolles Paket. Bei den Lautsprechern, die wir hinten haben, haben wir es schon erwähnt, die hier hinten stehen. Das sind die Rubicon LCR, also das auch die flachen Wandlautsprecher. Die flachen Wandlautsprecher. Genau, ne? Aus der Rubicon-Serie, passend zu den Fronts, passend zum Center, dass man hier wirklich einen harmonischen und einheitlichen Klang hat. So, der ganze Bau würde ungefähr, wenn man jetzt so einen Raum dieser Größenordnung hat und man würde jetzt also sagen, okay, ich hätte das auch gerne, am besten möchte ich morgens zur Arbeit gehen und abends wieder zurückkommen. Also ganz so weit geht es nicht, vielleicht sollte man eine Woche Mallorca planen, aber so eine Woche ist schon realisierbar. Ne? Genau, 6 bis 7 Arbeitstage. Genau, 6 bis 7 Arbeitstage, dann würde der Holger mit unserem Alex gemeinsam dann kommen und am besten die Garage mal freiräumen, damit man noch ein bisschen Platz hat, wenn es sein müsste. Genau. Und dann kann es losgehen. Dann kann so ein Kino werden. Was hast du sonst noch so als Auswahl, an Differenzierung? Wir haben jetzt hier die Lampen, haben wir ja erwähnt. Mhm. Man kann natürlich die Farben, kann man natürlich ein bisschen spielen, wenn man Lust hat. Man kann das auch aufteilen, so wie wir das bei uns ja gemacht haben, dass man sagt, okay, unten kommt schwarz, unten kommt rot. Das sind natürlich alles so Varianten, die man natürlich noch machen kann und die man dann auch im Vorfeld, so würdest du es machen, plant. Genau. Das heißt, man setzt sich mit uns in Kontakt. Ja. Du machst nachher eine entsprechende 3D-Zeichnung und diese ganzen Sachen. Genau, der Kunde kann seine Optikwünsche äußern, wie er es gerne hätte. Rote Streifen, rote Wände wie bei euch, vielleicht auch gar kein Stoff, sondern Tapete an der Wand. Ja. Haben wir jetzt auch ein paar Kinos gebaut, die sehr schön aussehen. Und irgendwann, wenn die Optik dann steht und der Kunde sagt, genau so hätte ich es gerne, dann planen wir die Raumakustik drumherum. Dann gibt es eine Kalkulation, wo ein Preis drunter steht. Und dann sagen die Kunden in 100% der Fällen, okay, will ich haben.
In 100% der Fälle. Wir haben noch also keinen Kunden gehabt, der gesagt hat, ich will das nicht mehr haben. Das stimmt, ja. Es ist nur eine Frage der Zeit, wann. Aber genau. Wir sind für dieses Jahr noch was frei. 2017. Knapp, ja. Was frei, habe ich gesagt. Genau. Bis Weihnachten könnte es noch fertig werden. Okay, aber nichtsdestotrotz, wir werden noch eine Menge Kinos zeigen, um einfach weiterhin Ideen zu haben. Und wir dürfen uns schon auf 2018 freuen. Genau. Haben wir sonst noch was? Das wäre es eigentlich. Das Kino ist halt sehr schlicht, weil der Kunde wollte es wirklich als schwarze Höhle haben. Er wusste tatsächlich nicht, weil er kein geborener deutscher Staatsangehöriger ist, was das Wort Darkroom bedeutet. Und er hat sein Kino Darkroom genannt. Und das hat natürlich dann bei seinen Freunden und Bekannten schon für einige Lacher gesorgt. Etwas Stirnrunzeln, weil man wusste nicht so recht, was man davon halten soll, wenn man eingeladen wird. Genau. Kommen wir gehen in den Darkroom, da kann man schon mal vorsichtig sein. Aber es ist genau das, was er haben wollte, eine schwarze Höhle. Ja, es ist eine echt schwarze Höhle hier, genau. Hier taucht man wirklich in den Film ein. Und was vielleicht demnächst noch kommt, könnte sein eine Fernbedienung, mit der man noch alles steuern kann. Im Moment sind es noch mehrere Fernbedienungen. Da gibt es die berühmte Logitech. Oder was wir natürlich jetzt viel lieber machen, weil wir da auch richtig in den letzten Wochen einiges investiert haben, ist RTI, wo man das Ganze dann noch etwas feiner und genauer, inklusive der Lichtsteuerung und was nicht noch alles steuern kann. Auch das sind Sachen, die man bei uns beispielsweise live erleben kann, um mal zu sehen, was denn da so alles passiert, wenn man mit der Fernbedienung arbeitet. Mhm. Ja, so, jetzt haben wir, glaube ich, noch Zeit, dass er noch einen Film gucken kann. Wir haben es geschafft. Ich würde sagen, vielen Dank. Wenn noch Fragen sind, bei uns einen Termin machen, vorbeikommen. Wir gemeinsam werden das Ganze dann gerne präsentieren. Und ich würde sagen, dranbleiben. Am besten abonnieren unseren Kanal, damit man auch die zukünftigen Kinovorstellungen nicht verpasst. Ja, bis zum nächsten Mal wieder bei GrobiTV. Tschüss. Viel Spaß, schönen Abend.